Hallo, ihr Quirlinge! Liftboy-Kapitän Dringiel macht die nächtlichen Gassen Byzantiums unsicher und es soll weitergehen mit Ellis persönlicher Queste. Elli hat Versicherungsbetrug vorgeschlagen, wobei ihre Eltern den Versicherungsbetrug ja eigentlich auch schon begehen. Denn auf Elli war eine Risikolebensversicherung abgeschlossen worden und wie wir sehen, geht's ihr ganz gut. Und jetzt wollen wir den Betrug durch Betrug bekämpfen, quasi. Und ich hoffe, das dauert nicht so lange, weil ich möchte eigentlich ganz gerne auch diese Dressman-Queste machen. Dringiel steigt ins Modelgeschäft ein. Oh, there. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of him? For the last time. Access to Byzantium is impossible without a proper nav key. Now, if you'll excuse me, I need to be somewhere else. Anywhere else. Hast du ein Problem mit mir, Liebchen? How splendid. Another Rungleech wandering through the streets of Byzantium. Why, just this morning I thought to myself, as lovely as the gardens are, what they really need is more greasy vagrants frolicking through them. And here you are, frolicking. Darf ich irgendwas sagen zu dir, Giftspritze? Der schwierige Teil hat seine Sorge vor allem drauf gegen ihr Wörtchen. Ich glaube, die darf man gar nicht ernst nehmen. Geschicklichkeit aber dafür anmutig wie ein junger Raptidon. Admittedly. Now if only you could gracefully take a shower. Preferably in whatever hovel you came from. Honestly, what is the board thinking, letting so many of your ilk into the city proper? It's madness. Darf ich deine Duschkabine benutzen, Liebchen? Ich dreh sogar das Wasser ab, wenn ich sie verlasse. Vielleicht. Wenn der Vorstand keine Leute in die Stadt lassen soll, was machst du dann hier? I earned my place here, just like everyone else. My grandfather was the CIO at Tile, you see. Ach so, weil dein Großvater CIO war, hast du persönlich irgendwas verdient. Ja, logisch, so wird's wohl sein. Übrigens, du hast fettige, strähnige Haare, nur mal so. Was ist ein CIO, das frage ich jetzt nicht. Moment mal, aber was hast du getan, um deinen Platz hier zu verdienen? I just told you. My grandfather made millions of bits as CIO, and I earned them from him. Bits zu erben ist nicht dasselbe wie sie zu verdienen. Of course it is. Wealth is the most visible, objective measure of success. And success isn't given to you, it's earned. My grandfather taught me that. If you have wealth, you're successful, and if you're successful, you must have earned it. Honestly, it's a simple concept. Ich glaube, dieses Frauenzimmer hat nicht die geringste Ahnung. Ich verstehe, danke. You're welcome. Now, do we have any further business, or are you just here for the repartee? Was ist das Problem, wenn mehr Leute nach Byzantium kommen? What's wrong? It erodes the very pillars of our society. Merit, decorum, personal hygiene. This city is meant for us, the system's finest. We earned its luxuries. But now we are overrun with the unworthy and the ungrateful, and this early retirement nonsense is making it even worse. Das erste muss man ihr nicht sagen, das bringt überhaupt nichts. Das kannst du auch gegen die Wand reden, Dringiel. Machen wir nicht. Aber das mit dem vorzeitigen Ruhestand, das haben wir schon mal gehört. Was bedeutet vorzeitiger Ruhestand? The worst thing to happen to Halcyon. A contest that gives even the lowliest, most inefficient workers a chance to live in Byzantium. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to themselves. No one else is even allowed to go there. Tell me, how is that fair? Die muss ich über Fairness gerade das Maul zerreißen. Intelligenz. Nun, also die meisten Wettbewerber haben einen inhärenten Selektionsbias, also technisch betrachtet.
Ich glaube, damit, genau mit dieser Scheiße kommen wir ihr jetzt. Da wird sie zwar sich wieder aufregen, aber das will Dringil ja provozieren. Also, nun, also, die meisten Wettbewerber haben einen inhärenten Selektionsbias, also technisch betrachtet. Oh, by the law. I mean the principle of it, not the mechanics. It's not right. I deserve to see any district I please. Why, if it weren't guarded, I'd... You know, you look like you've been shot at before. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? She's got a point. We're probably gonna get shot at anyway. Might as well make a few bits. Yes. Listen to your... What is that person's job exactly? Are they your secretary? Personal masseuse? Or do you just keep them around as a mobile armrest? Well, it doesn't matter. What's important is that you think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to lend me your services. Aren't you? Wenn man dich um ein paar Bits bringen kann, warum nicht? Klar, ich schau mich mal um. Fantastic. Consider yourself employed, Vagrant. I hear the chosen retirees all enter the retirement district via the port landing pad, but it's completely locked down. You'd never get in that way. Unless, of course, you had a wealthy, beautiful benefactor of impeccable social pedigree. Which you do. How fortunate for you. These codes will get you past the lockdown. Oh, and don't worry about subtlety. I don't care how you deal with security, just correct this injustice at all costs. Mhm. Wie bist du an die Zugangscodes gelangt? The same way anyone gets anything here, of course. I made friends with the right people. Bits might earn you a place in Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. For favors like this, you need to spend... Let's call it social capital. Und das hast du. Du und Sozial, ja klar. Ach, wisch dir erstmal diese unsägliche Schminke aus dem Gesicht. Ich wollte was ganz anderes machen und da bin ich durch Straßenrandgequatsche an eine Queste gekommen. Das ist ja interessant. Jetzt nehme ich vor ihren Augen noch Müll auf. Naja. Ich glaube nicht, dass das meinen Ruf bei dieser Tussi noch großartig ruinieren könnte. Wir wollten was ganz anderes machen. Und zwar wollten wir Ellies Versicherungsbetrug machen. Begehen. Besuchen. Komm mal hier rüber. Oh. Ah, das ist zu auffällig. Ah, da seht ihr es auch. Da im Wasser ist auch was. Oh, im Wasser schwimmt Müll. Naja, wo müssen wir hin? Wir gucken da aufs Wasser. Wir müssen da hinten. Also irgendwie am besten. Also, nein, wir gehen jetzt hier nicht baden. Ah, wenn ich es vermeiden kann. Das hat keiner gesehen. Also alle Menschen, die einen Namen haben, könnten theoretisch auch eine Queste haben. Eieiei. Verkaufsautomat. So, wo lang muss ich denn eigentlich? Ich muss jetzt links herum Treppe runter. Oder Treppe rauf. Wahrscheinlich Treppe rauf, weil wir ja unten am Fluss sind und da ist es ja meistens unten. Remember that stranger I saw in the square? Shh. You know, the one traveling with the rather filthy plumber. I thought we had automechs for that sort of thing. Enough! They're standing right here. Hallo, geht's dir gut? Hey. Zerreiß nicht das Maul über mich. Mit der Klempnerin, so. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder runter? Wir müssen genau da unten hin, richtig. Hier. Und dann war das doch hier. Das Versicherungsbüro hatten wir doch schon gesehen. Ach, das war noch eins weiter. Ja, genau. So richtig gut kenne ich mich hier noch nicht aus. Aber das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Hat keiner gesehen. So. Jetzt aber. Da war's. Die haben noch zu.
Gick. Sicheres Postfachsystem, TM. Mhm. Der einzige Brief in diesem Postfach ist an das Außenbüro der Greater Halcyon Insurance Group in Fallbrook auf dem Planeten Monarch adressiert. I guess we're going to Fallbrook. Ah, wir müssen nach Fallbrook. Stimmt, diese Versicherungs-Lady, dort haben wir ja schon mal gesprochen. Das ist gar nicht so verkehrt, weil wir brauchen ja für die Queste von der Celeste, Celeste Shirley Kerr oder wie die hieß, brauchen wir ja entsprechend auch... Brauchen wir Anticleos Antibiotika. Und wir brauchen vor allen Dingen da ein paar Teile, die man anziehen kann. Und die kann man alle irgendwie auf Monarch farmen, glaube ich. Ich habe mich sogar mal schlau gemacht, welche das sind. Mit anderen Worten, wir dampfen jetzt ab und machen diese beiden Questen. Und diesen Mordanschlag auf diese Chimerikerin, den schieben wir noch ein bisschen auf. Crewmembers Ellie und Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Wurfball hat sich bestimmt Max, nicht Max. Felix gekrallt. So. Ah. Wortfindungsschwierigkeiten. Nimm Platz auf diesem Zahnarztstuhl und dann geht's in Richtung Monarch und da können wir ja direkt in Fallbrook landen. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Wen nehmen wir mit? Parvati müssen wir nicht mitnehmen. Vielleicht sind Ellie und Nyoka mal eine interessante Mischung. Ja. Die beiden hatten wir in der Kombi noch gar nicht dabei. Mal sehen, was die sich zu erzählen haben. Fallbrook, jetzt können wir gleich diese Versicherungsqueste machen. Die könnte nämlich auch irgendwo uns in die Pampa führen. Um noch irgendwas niederzuschießen. Dann lieber jetzt als später. Said you docked 3 days ago. So. This looks like a place. You ready to get my money or what? Ja, ja. Ich tu mein Bestes. Hallo. I see you're still in one piece. However, you never know when that could change. Consider our accidentally torn into tiny fragments coverage. Note that all of your fragments must be recovered and must be smaller than a standard bit cartridge for the payouts to kick in. Mhm. Ich möchte den Leistungsempfänger der Lebensversicherung von Marilyn Fenhill ändern. Marilyn Fenhill, ist das Ellie? I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Scheiße, wa? Diese Forderung war hieb- und stichfest. Nicht einmal unsere besten Ermittler konnten einen Haftungsausschluss dafür finden. Was kannst du mir sonst noch erzählen? Are you serious? Ja. Well, we interviewed the parents extensively. They had plenty of awkward childhood stories that illustrated their daughter's clumsiness and capriciousness. Hey, those are entirely made up. Furthermore, the claim spurred a whole line of fashion-related policies. It's become a very lucrative market. Darüber hinaus hat die Forderung eine ganze Angebotsreihe von modebezogenen Policen hervorgebracht. Wie sie so grinst. Also, wie kann ich diese Forderung berichtigen? You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Mhm. Wenn ich jetzt sage, dass Mary Fenhill nicht tot ist, dann wird es gar keine Zahlungen geben. Das ist ja das, was wir gerade nicht wollen. Also nochmal, ganz doof stellen. Okay, aber wie kann ich sie ändern? Oh, you mean hypothetically? Ja. Well... Hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd theoretically add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Hm.
Ja, das würden wir niemals tun. That's for the best. What can I do for you? Danke. Ich denke über eine Hausratsversicherung für mein Schiffsinterieur nach. Aber, wie gesagt, ich denke darüber nach. Sieht aus wie die große Leberwurst hier, dieses Absperrband. Also echt. Ja, Hinterzimmer. Das hier ist nicht das Hinterzimmer. Das hier ist nur der Kühlschrank. Ich glaube, das war doch hier, wo man dann übers Dach oder so. War das nicht hier? Ja. Hacker Dringiel. Das kriegen wir wohl hin. I'll keep it down. Was ist das denn für eine grüne Grütze? Ah, das ist ein Offizierswirbel. Haben wir gar nicht mitgenommen seinerzeit. Jetzt schon. Oh. Ah! Geh weg! Ah, du hast mich nicht gesehen. Ist der blind wie ein Fisch? So, Polizendetails. Fenhill, Marilyn. So, Todesursache. JRF 23794. Vergleiche Schädelfraktur. Modebedingte Unfälle. Treppen. Monatliche Auszahlung 25.000 Bits an Theodora Fenhill und Lionel Witherspoon. Leistungsempfänger ändern zu Ellie Fenhill. So. Theodora und Lionel werden von der Liste der Leistungsempfänger entfernt. Erfolgreich. Alle zukünftigen Auszahlungen erfolgen an Ellie Fenhill. Danke sehr, dass du dich für die Greater Halcyon Insurance Group entschieden hast. Wir sind uns bewusst, dass dir keine andere Option zur Verfügung stehen, um deine Versicherungsbedürfnisse zu decken. Aber wir sind vertraglich verpflichtet, diese Nachricht anzuzeigen. Noch irgendwas hier? Aktuelle Aufzeichnung, wenn wir schon mal da sind. Ahmed Birdwissel. Ich bin im Billingslis. Was? Mit mehreren Herren eine Wette bezüglich der Natur und Zusammensetzung des Produkts Tarmac and Cheese eingegangen. Ich war der festen Überzeugung, dass das Produkt echten Teer enthalten würde. Meine Begleiter hingegen wetteten, dass dem sicherlich nicht so sei. Und siehe da. Meine Nachforschungen zu dieser Thematik ergaben, dass ich einem groben Missverständnis erlag. Aber woher soll ich auch bitte wissen, was gemeine Fabrikarbeiter so essen? Und wie kann Spacer's Choice verantworten, ein Produkt so zu vermarkten, dass impliziert wird, es enthalte Teer, wenn dies ganz gar nicht der Fall ist? Mein Ruf hat schweren Schaden erlitten. Ich bin nicht in der Lage, zu meinen vorherigen Lieblingsplätzen zurückzukehren, aus Angst, dort mit belustigten Blicken und Gekicher in Empfang genommen zu werden. Meine Ehre als Gentleman sowie die Natur meiner Beziehungen zu Nutztieren wurde in Frage gestellt. Beschluss abgelehnt. Unangemessene Antragstellung. Antragsteller hat vergessen, das Zauberwort zu sagen. Fanny Cartwright. Forderung, Verlust von Einfingern. Ich arbeite schon seit 5 Jahren als Junior-Sägebediener bei CNP. Letztes Jahr sind die meisten der Klingenschützer gebrochen und das Management hat sie nicht ersetzt. Infolgedessen habe ich letzte Woche meinen linken Ringfinger verloren. Beschluss abgelehnt. Vernachlässigbarer Schaden. Antragsteller ist Rechtscenter, daher ist die Tragweite des Verlusts minimal. Aktualisierte Forderung, Verlust von 3 Fingern. Die Säge, an der ich gearbeitet habe, da fehlen alle A's und A's, ist vorgestern abgefallen, weil CNP die standardmäßige Wartung vernachlässigt hat. Durch den Unfall habe ich 2 Finger der rechten Hand und noch einen weiteren von meiner linken verloren. Beschluss abgelehnt. Selbstausschluss. Antragsteller hatte bereits bei einem früheren Vorfall einen Finger verloren und hätte somit keine Scharfmaschinen bedienen dürfen. Also insgesamt 8, jetzt nochmal 4 weg. Verlust von 4 Fingern. Die. Ja. Die letzte Schicht ist mehrere Kisten ungesichert rumliegen, ohne mir Bescheid zu sagen. Und hab mir verdammt nochmal 4 Finger verloren. Scheiß auf die letzten 2. Beschluss abgelehnt. Forderung unverständlich.
Das ist fürchterlich. So. Forderung: Verlust von allen Mitarbeitern. Junior Sägenbediener, 16 Jahre, Fanny Cartwright, hat mehrere Finger aufgrund von Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit verloren. Sie versäumte es, den an gut sichtbaren Stellen aufgehängten Warnungen bezüglich des Zustands unserer Sicherheitsausrüstung Beachtung zu schenken. Die daraus resultierenden Verletzungen führten zu einer Verringerung der Produktivität unserer Fabrik und damit einhergehend mehrfachen stressbedingten Kopfschmerzen auf Management-Ebene. Da wir damit kämpfen mussten, die Arbeitsschichten von 16J anderweitig zu verplanen. Ach, nicht 16J, das ist nicht das Alter, das ist ihre ID. Beschluss genehmigt. Ei! So, du hast uns nicht gesehen, du hast uns nicht gesehen. Hier ist ein Fass. Das ist ein Blindbot. Echt. So, wir haben getan, was wir tun konnten und mussten. A word, Captain? Ja, ja, ja. Aber nicht da oben. Hey, Cass. Knock, knock. Oh, der schon wieder. Go away, White. Wir gehen irgendwo über den Maiskolben hier und hier hinten hin. Oh, hör auf zu quatschen da hinten, du Affe. Oh, nein, 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 geh doch auf mit diesem Gelaber. Ich will mit Ellie reden. Ellie, komm her. Der labert uns doch alles zu. Aber es wird jetzt ein Ende finden. You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. Mhm. Wenn das alles ist, was du wolltest, hättest du auch in Byzantium bleiben können. Being a surgeon out there isn't as great as it seems. At least half your day is paperwork and red tape. No amount of money is worth dealing with that. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Mhm. Echte Jobs? Maybe as line holders or warm bodies? Das sind echte Jobs? Oh, sure. You've got to wait in line for just about anything in Byzantium. And not everyone has the time or inclination to do it themselves. As for warm bodies, some companies like to keep extra workers on site to look more productive. Und dann tun sie einfach nichts. Oh no, there's lots of paper shuffling and pen clicking that goes on. The really good ones know how to leave sticky notes in just the right places. See, this is why I had to get out of Byzantium. Not sure what comes next for me though. I've never been much of a planner. Das glaube ich dir. Trinki sagt, es ist eh besser, die Dinge ergeben sich nach und nach. If only you could have been my chief surgeon back in the day. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. Ich bekomme einen geraten Versicherungscheck. Danke. That's one thing I appreciate about you. Things are simple, straightforward. A job's a job and that's it, right? Ja, das sieht Ringel genauso, wie sie das hier gerade gesagt hat. Jeder muss für sich selbst sorgen und das weißt du ganz genau. Yeah, never hurts to get a friendly reminder, though. You know? I think I get you just a little more now. Mhm. Man muss auf sich selbst aufpassen, weil man nicht darauf zählen kann, dass er sonst irgendjemand tut. I hear you there. You know, I'm thinking I ought to find another gig once this one's all done. One where I can really work on my own. Mhm. Bist du dir da sicher? Easiest way to take care of myself is to work with the one person I trust the most, right? Anyway, enough chit-chat. Okay. Something on your mind? Andere Themen haben wir nicht. Gut. Du bleibst dabei. Wir sind EP-mäßig vorangekommen. Es ist Nacht geworden. Oh, Moment mal. Aber stimmt.
Diese ganzen Vorteile, die haben wir uns doch gar nicht richtig angeschaut. Ellie, du hast einen Vorteil. Was ist denn das jetzt? Vier Vorteile. Ersthelfer. Heilwirkung medizinischen Inhalators plus 20%, das hatte sie schon immer. Bonusunterstützung Medizin, sie gibt Tringil mehr Medizin. Fähigkeit, das ist auch schon immer so gewesen. Grundleben plus 30% haben wir, glaube ich, mal gegeben, oder? Wiederbelebung, bei tödlichen Wunden 25% Leben zurückgewinnen. Nur eine Fleischwunde, dauernegativer Statuseffekte minus 30% und schließlich zwei Schecks für den Fährmann, das hat sie jetzt gerade verdient. Verringert die Bestechungskosten. Oh, das ist schön. Aber wir arbeiten nicht mit Bestechung. Wir arbeiten mit Schleichen und Hacken. So. Und wir müssen ein paar Dressman-Klamotten auftreiben. Ich habe mal recherchiert, was man da eigentlich braucht, weil es mir nicht klar war. Aus der Queste geht das nicht hervor. Wir gucken gleich mal rein. Wir brauchen für diese Abendanzugsgeschichte. So. Kopfverdeckung folgendes Sets. Ikonoklast, Plünderer und Spacer. Wobei Spacer nicht Spacer's Choice meint. Und ich habe mir mal rausgesucht, was das eigentlich bedeutet. Plünderer, also Marauder. Patched Low Pressure Helmet und Makeshift Low Pressure Suit. Das müssen wir gerade mal finden. Ikonoklasten, Leaded Armor und Full Cranial Helmet und Spacer, Water Resistant Wear und Enclosed Padded Helmet. Keine Ahnung, was das auf Deutsch ist, das müssen wir uns jetzt mal zusammensuchen. Deswegen auf Monarch, weil ja nur... Ja, weil ja... Mensch, unterbrech mich doch nicht so! Ich kann keinen klaren Gedanken fassen bei euch Laber-Ladies hier. Weil wir hier auf Monarch ja die Ikonoklasten haben... Deswegen ist das hier die richtige Stelle, das zu suchen. Und die Ikonoklasten waren ja hier. In Ember Heights. Gar keiner mehr da. Hätte mal eure frittierten... Das Brett hier mitgenommen, Mensch. Oh, warte mal. Ach, die sind ja alle feindlich. Stimmt, da war ja was. Ich habe ja schon all eure Revoluxer-Anführer hier erschossen. Eure Revoluzzer-Anführer habe ich schon alle erschossen. Ich glaube, es keiner mehr. Treat them right, they'll do the same. Turn on them, they'll open fire without a second thought. Ja, die gibt's doch gar nicht mehr. So, ich brauche jetzt hier Leaded Armor und Full Cranial Helmet. Nein. Auch nicht. Wo war Nummer 3? Auch nicht. Oh, das könnte schwierig werden. Hoffentlich ist die Drop-Chance jetzt nicht so völlig unterirdisch. Oder haben wir hier noch... Ah, hier. Irgendwo. Modifizierter Powerhelm. Full Cranial Helmet. Das ist es wohl nicht. Ah, achso. Aber sicher sein kann man sich da nicht. Ja, ja. Das ist auch einfach. Wenn man es drauf hat, weißt du? Stimmt, hier haben wir noch einiges nicht geklaut seinerzeit, weil hier ja damals... alles bevölkert war. Es lohnt sich also garantiert doch mal hier überall reinzuschauen. Vor allen Dingen oben in dieses Krankenhaus. Oh. Wegen Krankenhaus machen wir auch chirurgische Eingriffe. Oh. Hast du jemanden getroffen? Da hängt ein Spread. Der blutet sogar, wenn man drauf schießt. Hahaha.
Bleiverstärkter Körperpanzer. Ah, Leaded Armor, das ist genau das. Das ist genau das. Bleiverstärkter Körperpanzer ist Leaded Armor. Ja, ja, ja. Passt, das haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch einen Full Quenyal Helmet. Ich habe allerdings keine Ahnung, was Quenyal heißt. Das müssen wir uns jetzt irgendwie zusammenreimen. Das ist auf alle Fälle ein Helm gemeint. Munition. Das haben wir alles uns angeschaut. Gibt es hier noch Kranke? Nein. Alle genesen und an der Front gestorben im Kugelhagel. Super. Das war die Wirkungsstätte von dieser Lady und ihr oder mit ihr ständig im Clinch liegender Chefrevoluzzer, der war woanders. Der war hier. Oh, Purpleberry. Ach so. Dringiel, du hast noch gar keine Purpleberry-Produkte dieser Episode konsumiert. Das müssen wir dringend ändern. Hier, ein paar Frühstücksflocken. Das ist gut. Benutzen. Lass es dir schmecken. Ich hoffe, irgendwie die Purpleberry-Lieferungen hier gehen nicht aus. Das wäre tödlich. Für die Moral des Kapitäns. Spektrum-Wodka. Haben wir auch schon oft gefunden. Ah, alles leer, schade. Ist da oben jemand, den man erschießen kann um seinen Helm? Nein? Schade. Zwei Munition, ist ja nicht zu glauben. Hier brummt's. Ah, das war was Lidanes. Sehr gut. Gesellschaftsspiel hatten sie auch. Rüstungsteile, Pasta, das war was Lilanes. Gut. Und ich meine, hier wären wir auch schon gewesen. Zum Teil. Komm schon. Energiezellen für die Energiewaffen. Ja. Nee, kein weiterer Container hier für diesen Helm. Schade. Oh. Purpleberry Wein, hätte ich fast übersehen. Dann ist hier wohl nichts abzustauben. Waren leider auch relativ wenige Gegner bisher. Da unten in der anderen Kneipe müssen wir noch schauen, da wo dieser Questgeber war, der uns diese wirren Geschichten erzählt hatte. Dieses Geplätscher von der Waffe ist auch echt nicht gut, wenn ich gerade da in der Nähe am Ziel bin. Aber es hat ja alles geklappt. So. Wir brauchen einen Helm. Kein Helm. Olli, robuster Baustein. Auch kein Helm. Auch kein Helm. Schlecht. Auch kein Helm. Ganz schlecht. Ich brauche einen Helm. Wo soll ich denn herbekommen, wenn nicht hier, wo Ikonoklasten sind? Muss ja noch mehr Ikonoklasten suchen. Aber wo? Das war die andere Kneipe. Kneipe. 6-Bit-Module. Hier könnten wir schon hier... Ah, nee, waren wir nicht.
Aus Höflichkeit haben wir hier nicht gestohlen, wahrscheinlich. Aber jetzt ist alles egal. Bitmodule auf dem Klo. Das hatten wir uns angeschaut. Raptidon, ja, das war dieses Raptidon-Rezept. Ja, jetzt werde ich ein bisschen... Ja, warte mal, hier vielleicht? Ich brauche einen Helm. Fortschrittlicher Schutzhelm Gold. Das wird es wohl nicht sein. Nee, das ist es nicht. Puh. Ja, also Küchenutensilien. Das bringt mich nicht weiter. Likör. Ja. Woher nehmen und nicht stehlen? Also stehlen gerne, aber wo? Neuland. Sublight-Ausweismodul. Spieluhr. Achtung. War Atem. Hitmodul. Adlerauge Sturmgewehr. Ist das besonders? Stufe 11. Es ist Schrott. Es ist alles Schrott, wenn wir ehrlich sind. Das müssen wir uns gar nicht näher anschauen. Aber bei den Sachen müssen wir aufpassen. Also, das ist unwichtig. Hiervon brauchen wir einen. Bleiverstärkter Körperpanzer, aber auch nur einen. Modifizierter Powerhelm, das ist es nicht. Und das ist was ganz anderes. Das ist auch was ganz anderes. Das kann weg. Den habe ich, glaube ich, mal aufgehoben wegen irgendwas. Ja. So ungefähr. Aber der Helm fehlt noch. Ich finde stattdessen einen Granatwerfer. Oh Mann. Ja. Jetzt haben wir unser Pulver hier verschossen, oder? Unser Pulver hier verschossen. Was bist du eigentlich? Eine Kugel. Puh, ja, hier unten in den Häusern unter uns, da waren wir schon drin. Da hatten wir ja das Söhnchen von dieser fürchterlichen Mutter in Stellar Bay irgendwo abgeholt. Der dürfte ich auch schon ausgiebig geklaut haben. Geklaut haben? Mhm. Ja. Im Kühlschrank wird man keinen Helm aufbewahren. Ja genau, hier hat er gearbeitet. Das ist seine Butze gewesen. Hier nebenan ist alles versiegelt. Und in den Ecken war ich bestimmt, wie ich mich kenne. Tja, das kann man natürlich nochmal nach Ember Heights reingehen, wenn man wieder draußen war. Dann sind hier wieder Ikonoklasten da. Vielleicht hat dann jemand was dabei. Oder wir finden es hier. Im letzten Containerchen. Nee. Huh? Oh. Huh? I think man muss gleich wieder rausgehen, ihr seid ja vorher schon wieder da. Ich schieße ins Knie. Don't mess with us. Gepanzerte Gesichtsmaske? Ist das Full Cranial Helmet? Ich wüsste, was Cranial heißt. Okay, ich muss mal kurz nachschauen, was
Quenneal heißt. Vielleicht ist das ja die Maske, die wir gerade gefunden haben. Moment. Und wieder da. Quenneal heißt sowas wie Schädel. Also ein Vollschädelhelm. Gepanzerte Gesichtsmaske würde ich jetzt nicht als Vollschädelhelm übersetzen. Ah, schwierig. Was mache ich jetzt? Wir suchen mal die anderen Sachen. Vielleicht finden wir irgendwie noch die anderen Dinger und dann farbe ich nochmal Offcam ein bisschen in Ember Heights rum. Wobei, ah, die Episode ist schon wieder mega lang. Was machen wir denn da? Wir besuchen in Stellar Bay mal noch die Händler. Oder da, diesen Automaten vielleicht sogar. Ne, Moment, zurück. Ah doch, Ruinen ist richtig. Es kann sein, dass wir irgendwo bei den Automaten auch was kaufen können. Das sollten wir auf jeden Fall noch versuchen. Und hier vorne. Old Stellar Bay. Only place on the planet that don't stink of sulfur. On account of it stinking like fish instead. Am I the only one getting hungry? Ich glaube, die kommen gut miteinander. Ich glaube, die kommen gut miteinander aus. Plünderer, warte mal. Here we go. Nice one. Hundi. Leg dich hin. Ich mag das Nimmergewehr. Das hat was. Es verschafft mir Möterfleisch. Und vor allen Dingen auch bei den Marauders Patch Low Pressure Helmet und Makeshift Low Pressure Suite. Das finden wir doch bestimmt hier. Bei den von mir gerade erschossenen. Nee, schwere Munition am Bein. Hm. Sturmgewehr Ultra. Ach Mensch. Ich weiß, was die Quest will. Ich habe das schon tausendmal gefunden. Nur nicht jetzt. Wo ist der Automat? Der Automat ist... Der klingelt mir schon entgegen hier. Wo ist der Automat? Hier? Nee. Ich bin blind. Automat? Bist am Klingeln. Hier. Hier drin? Blindfisch. Krankheit? Wenn ich jetzt gerade auslaufe, komme ich zum Automaten. Laut Karte. Hier ist keiner. Scheiße. Ich streiche diesen Automaten vom Programm. Den wird es nicht geben. Grr. Stattdessen doch nach Stellar Bay. Karte im Spiel. Ich verlasse mich doch nicht veralbern von dir. Wegen dessen Automat. Gar nichts ist da. In Stellar Bay gibt es aber auf jeden Fall Automaten besonderer Art. Und zwar... Eigentlich ja hier. I shipped with a merc who had a gun like yours, Nyoka. He polished it, sang to it, slept with it. Not like that, as far as I know. Sounds like he had himself a discerning palate. Where are you going with this? He couldn't hit the broadside of an assault cruiser, hence the tin shredder. Wouldn't be the first man I met bearing compensation for his lack of skill. Oh, die tauschen männerfeindliche Geschichten aus. Diese Schwestern. Wo sind wir hier mit Automaten? Da ist einer drin. Richtig, richtig. Jetzt gehen wir hier rein. Ha. Ich brauche einen... nein. Das sieht schon wieder ganz schlecht aus. Beziehungsweise ich brauche noch Spacer-Zeug. Water-resistant und enclosed-padded. Boah. Ja, das ist auf jeden Fall nicht. Schutzhelm, das ist es auch nicht. Oh, wo muss man denn hin? Mensch. Hier gibt es doch ganz viele Automaten. Da.
Das ist nur wieder Konzernkram. Ich brauche irgend sowas. So ein Automat, wo halt irgendwie so Zeug drin ist. Nicht die offiziellen Produkte. Sondern die inoffiziellen, die selbstgebastelten. Richtig. Sowas brauche ich. Das gibt's bestimmt in der Fischfabrik. Hier oben. Oben. Oben? Wo ist hier oben? Hier. Hier ist oben. Nein? Ach, komm schon. Es gibt doch hier einen Automaten. Da. Körperpanzer. Schutzhelm. Ist auch wieder was Offizielles. Tja, ich sehe, wir werden das in der Episode nicht mehr hinkriegen, hier diese Dinge zusammenzutragen. Nee. Dann mache ich Folgendes. Ich werde mal ein bisschen in Monarch draußen in der Wildnis ein bisschen Plünderer und nochmal die Ikonoklasten ärgern und irgendwie vielleicht dann doch noch was finden. Und was ich dann wo gefunden habe, das sage ich euch am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.